Ja, hallo, Armin Staudt am Headset mit einem neuen Lightroom-Tutorial in unserer Playlist, wo es um das Entwickeln-Modul geht. Heute wird's schwierig, ja, obwohl das ausgesprochene Anfänger-Tutorials sein sollen, die euch die grundsätzlichen Funktionen von Lightroom vorstellen wollen, ohne jetzt hier großartig zu tricksen. Gibt es doch Themen, die ein bisschen theoretischer sind, obwohl wir auch gleich voll in die Praxis einsteigen, gibt es so ein paar Voraussetzungen. Deswegen solltet ihr euch zunächst mal mit einer wichtigen Voraussetzung auseinandersetzen, wenn ihr fotografiert, nämlich welches Profil ihr in eurer Kamera einstellt, auch wenn ihr in RAW fotografiert, weil ihr seht immer auf eurem Display in der Kamera eine JPEG-Interpretation eures RAW-Bildes. Und deswegen gibt es sehr viele Beiträge in irgendwelchen Lightroom-Foren, wo die Leute sagen, oh, das sieht so toll aus auf der Kamera, aber in Lightroom sieht das so grau und fluschig aus. Das liegt daran, dass ihr zum Beispiel Porträts fotografiert und dann hier auf das Porträt Profil in eurer Kamera gegangen seid oder auf Schlag mich tot, irgendein tolles Profil, was super in der Kamera aussieht, aber das wird nicht mit exportiert oder importiert. Ja, das heißt, das Profil, was ihr in der Kamera ausgewählt habt, zumindest ist das bei Canon so und bei vielen anderen Kameras, die ich gesehen habe, das wird alles nicht mit importiert. Auch wenn ihr in Schwarz-Weiß fotografiert, seht ihr trotzdem als RAW dann ein Farbfoto, weil ihr seht hier einfach die Standardinterpretation eures RAW-Fotos, ja. Das heißt, wenn ihr Fotos haben wollt in eurer Kamera und die dort betrachten wollt und dies soll so aussehen wie in Lightroom, dann solltet ihr irgendwie eher so ein blasses Profil benutzen, also Standard oder Standard oder neutral oder irgendwie sowas, ja. Das heißt, das sieht dann in der Kamera nicht mehr so toll aus, aber ihr werdet tollere Fotos machen, weil ihr sagt, Moment, das sieht ja gar nicht so toll aus, da muss ich mal die Einstellung ein bisschen ändern. Viel besser, als wenn ihr jetzt in Portrait, Landscape oder sonst irgendwas drin seid und dann immer denkt, oh, in Lightroom, das funktioniert ja nicht. Okay, also erste Voraussetzung, RAW-Fotos werden immer interpretiert, auch hier in Lightroom und erst unsere Entwicklung kann dann mit diesen tollen, vielen, diffusen Daten, die ja alle im Hintergrund noch vorhanden sind, viel mehr machen als mit jedem JPEG-Foto. Ja, aber dazu gibt es Millionen von Tutorials, da muss ich jetzt nicht 10 Minuten lang drauf eingehen. Zweite Voraussetzung ist, dass ihr das Dynamikverhalten eurer Kamera kennt. So, jetzt, das hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Canon, obwohl es ein Vollformat ist und echt eine geile Kamera ist, aber meine Canon hat nicht so ein tolles Dynamikverhalten wie zum Beispiel eine neue Sony oder eine Nikon mit dem Sony-Sensor oder Samsung NX1, schlag mich tot. Es gibt viele moderne Kameras, die irgendwie ein ganz tolles Dynamikverhalten haben. Was heißt das? Das heißt, dass ich in komplizierten Lichtsituationen, wie zum Beispiel in dieser hier, ja, mehr Möglichkeiten habe. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit einer Sony wesentlich mehr unterbelichten, ja, damit hier mehr Zeichnung in diesen Lichtern drin ist, als ich das mit der Canon kann. Die Standardeinstellung meiner Canon ist zum Beispiel, dass ich in der Belichtungskorrektur gehe ich immer ein Drittel höher. Das heißt, bei der Canon muss ich meine Bilder immer ein bisschen überbelichten, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen dunklen Bereich habe und den will ich jetzt wesentlich heller haben und ich gehe hier mit den Tiefen sehr hoch, selbst bei ISO 100, kann das gut sein, dass das hier echt anfängt zu rauschen. Ja? Das ist jetzt bei einer Sony anders. Das ist das Dynamikverhalten. Das heißt, bevor das bei einem anderen, besseren Sensor anfängt zu rauschen, kann ich hier viel höhere Werte einstellen, als ich das zum Beispiel bei der Canon kann. Das hat zur Folge, dass ich halt bei einer Kamera mit einem besseren Dynamikverhalten eher unterbelichtet fotografieren kann, ja, und dadurch mehr Möglichkeiten hier in den Lichtern habe, während ich bei der Canon eher überbelichtet fotografieren muss. Das müsst ihr kennen, das wisst ihr vorher vielleicht gar nicht. Ihr habt euch damit noch gar nicht auseinandergesetzt und denkt vielleicht, Lightroom kann alles regeln, aber es ist viel besser, gute Fotos zu machen und dann nur ganz wenig in Lightroom die Regler zu verwenden, als schlechte Fotos zu machen und stundenlang hier rum zu jonglieren, bis da irgendwie was halbwegs Gutes bei rauskommt. Die dritte Voraussetzung, vielleicht die wichtigste, ist nämlich die, was wollt ihr eigentlich mit einem Foto anfangen? Da schwimme ich natürlich jetzt ein bisschen rum, weil ich kann da nicht in eure Köpfe reingucken. Jeder hat da andere Ansprüche und andere
Gebiete. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel nur darum geht, ein Foto auf Facebook in so einer Auflösung hier hochzuladen, könnt ihr eigentlich an den Reglern rumspielen, wie ihr wollt. Das sieht eigentlich immer scharf aus, ist immer rauschfrei. Da kann man irgendwelche Effekte einsetzen, auch bei Photoshop. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber wenn ihr jetzt andere Ansprüche jetzt an euch selber habt, auch selbst wenn ihr Fotos nicht verkauft oder so, dann solltet ihr doch eigentlich versuchen, Fotos auch jetzt, sagen wir mal, in 100% so hinzukriegen, dass es geil aussieht. Weil ihr werdet sehen, dass selbst wenn ihr nur in diesem Format hochladet, sehen Fotos, die auch in 100% gut aussehen, besser aus in dieser kleinen Ansicht als Fotos, die halt nur in dieser kleinen Ansicht funktionieren, ja, weil das Foto vielleicht insgesamt schon unscharf ist oder so. Ich habe jetzt extra für dieses Tutorial ein schwieriges Foto ausgesucht, weil, wie gesagt, das habe ich ja schon öfter mal gesagt, euch das nichts nützt, wenn ich immer die super tollen Fotos nehme, dann hier irgendwie drei Regler mache und dann sieht das super genial aus und dann macht ihr das bei euch zu Hause auf dem Rechner und das funktioniert einfach nicht. Das ist frustrierend. Deswegen arbeiten wir doch lieber mit schwierigeren Bildern. Das heißt, dass wir in der dritten Voraussetzung, bevor wir ein Bild entwickeln, erstmal feststellen müssen, welchen Anwendungszweck hat dieses Bild oder kann es auch nur haben. Das heißt, wenn ich eher ein schlechtes, unscharfes Foto habe, was nur dokumentarischen Wert hat, dann werde ich das anders bearbeiten können, als wenn ich ein Foto bei einer Agentur hochladen will, wo ich genau weiß, dass sobald da nur das geringste Rauschen drin ist oder Unschärfen drin ist oder so, wird das Foto abgelehnt. Ja, das heißt, ich muss mir vorher klar darüber sein, was ich mit dem Foto anfangen will. Und das vereinfacht dann auch die Art und Weise, wie ich in Lightroom damit umgehen kann. Und ich mache da jetzt keine vierte Voraussetzung draus, sondern das ist dann nochmal eine Unterkategorie der dritten Voraussetzung. Das ist nämlich die, bin ich in der Lage und willens, auch nach Photoshop rüber zu gehen? Das heißt, entwickle ich vielleicht mein Bild in Lightroom nur vor, weil ich genau weiß, dass ich in Photoshop noch viel mehr Möglichkeiten habe, mit dem Bild umzugehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass jedes Bild grundsätzlich, auf dem ein Mensch zu sehen ist oder ein Porträt, da gehe ich auf jeden Fall nach Photoshop, da gibt es auf jeden Fall eine Beauty-Retusche etc. pp. Das heißt, dass ich jetzt gar nicht das Bild, zum Beispiel so ein Porträt wie hier, so weit in Lightroom entwickle, dass ich das auch so veröffentlichen würde, sondern ich weiß genau, aha, in Photoshop kann ich das und das machen, also brauche ich das und das in Lightroom nicht zu machen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt alles nochmal angucken, die drei Voraussetzungen, dann bedeutet das, wenn ich meine Kamera kenne, die Lichtsituation kenne, das Dynamikverhalten kenne, dann stelle ich auch das mit den Profilen weiß, dann stelle ich meine Kamera schon grundsätzlich anders ein und mache die Fotos auch ein bisschen anders, weil ich genau weiß, was ich in Lightroom damit anfangen kann. Und wenn ich dann in Lightroom bin und sehe, dass dieses oder jenes Foto nur diese oder jene Anwendung hat oder ich auch nach Photoshop rübergehe, ich das dann auch so oder so in Lightroom auch nur bearbeiten werde, weil ich genau weiß, aha, hier ist die Grenze dessen, was sinnvoll ist oder was nötig ist. Und wenn ich dann nach Photoshop rübergehe, brauche ich auch in Lightroom nicht alle Register zu ziehen, sondern kann mir ja auch ein paar Register sparen. So, das sind jetzt die drei Voraussetzungen, die ich sehen würde, bevor man überhaupt hier anfängt, ein Bild zu bearbeiten in Lightroom. Und das machen wir dann im nächsten Video. Wenn ihr jetzt mal hier oben auf meine Uhr geguckt habt, werdet ihr sehen, dass dort ganz schöne Sprünge drin sind und ich ein paar Schnitte machen musste, weil manchmal ist das so, man fängt an mit einem Tutorial, dann klingelt das Telefon. Dann fängt er wieder von vorne an, dann klingelt es an der Tür, dann fängt er wieder von vorne an, weil da meine Tochter nach Hause kommt und ich genau weiß, auch wenn das Aufnahmeschild an der Tür ist, dass sie hier reinkommen wird und so weiter und so fort. Und genau so ein Tag ist das heute. Aber anstatt mich davon unterkriegen zu lassen, habe ich jetzt einfach weitergemacht und hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten, gebt mir halt keinen Daumen hoch. Bis dann.